Okay, ich möchte euch einmal begrüßen, herzlich, unglaublich, so schnell geht das, dass man von hinter der Kamera, die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich meistens hinter der Kamera stehe, plötzlich dann vor der Kamera stehe, also das ist auch für mich eine neue Erfahrung, da einmal in das rote Licht hineinzuschauen, also es, wir werden sehen, ich bin selber gespannt, wie das heute ablaufen wird und vor allem, ob ich das halbwegs drüber bringe oder nicht, ich hoffe schon. Also ich möchte mir bedanken, dass doch so viele gekommen sind, das ist fast nicht zum Glauben. Ich bin sehr positiv überrascht. Vielleicht eine Frage, wer ist denn gekommen aufgrund des Newsletters? Niemand? Aha. Okay. Jetzt weiß ich schon, wo ich schneiden muss. Okay. Okay. Um was geht es da heute eigentlich? Wie der Markus schon eingangs erzählt hat oder gesagt hat, es ist ein Riesenthema, zum Beispiel die Montagsharmonien und auch andere Veranstaltungen. Und mir ist aufgefallen, dass man im Laufe der Zeit also Medien benötigt, die andere Sichtweisen und andere Themen quasi aufzeigen. Und über das möchte ich heute ein bisschen sprechen. Ich habe das genannt, wie ich mein Fernsehprogramm selber machen kann, 2.0. Ja. Diejenigen, die mich noch kennen, wissen, dass ich eine Homepage habe, die heißt Selber machen CC. Ja. Da geht's um, sind andere Themen ein Thema. Und ich habe auch noch eine weitere gemacht und über das werden wir heute reden, eben über Ubendo TV. Ich werde jetzt also einige Worte zu mir selbst ein bisschen. Ja. Ich bin eben 43 Jahre, bin Ingenieur für Nachrichtentechnik, komme von der EDV her. Die EDV ist vielen bekannt, wahrscheinlich unter elektronische Datenverarbeitung. In der Zwischenzeit heißt das bei mir oder ist es bei mir eher Ende der Vernunft. Ja, also das, die EDV ist zu Ende der Vernunft geworden. Ich bin eben derzeit vom System ausgespuckt, damit ist gemeint, bin arbeitslos, aber nicht tätigkeitslos. Und in dieser Zeit, die mir eigentlich sehr gut getan hat, das möchte man jetzt bitte nicht falsch verstehen, habe ich dieses Projekt eben Ubendo TV und auch noch andere Projekte gestartet und die beginnen auch schon zu leben, schön langsam und so weiter. Was nicht möglich wäre, wenn man jeden Tag, den ganzen Tag im Hamsterradl eingespannt wäre, wenn ich das so nennen darf. Ja? Also ich war immer schon sehr medienaffin und habe von klein auf mich massiv mit Medien beschäftigt, habe mit meinen Eltern zusammen damals einer der ersten Parabolantennen gekauft in Kärnten. Das ist jetzt dann schon fast 20 Jahre her, möchte ich fast sagen. Vielleicht kann sich jemand noch erinnern, der allererste Parabolspiegel, den ich in Kärnten am Wörthersee gesehen habe, war auf der anderen Seite See drüben bei der Heidi Horten. Die Heidi hat als allererstes einen riesen Altelsat-Parabolspiegel gehabt und ich bin da als pur Pfosten, ja, also als 20-Jähriger damals eben dort gestanden mit offener Mund und gesagt, wow, ist das genial, das ist super. Und da habe ich halt umgepenzt bei meinem Vati und habe halt so lange gebettelt, bis wir halt dann irgendwann einmal eine Parabolschüssel gekauft haben. Und wir haben dann auch so also einen Drehbahnspiegel gehabt und noch andere Fixe. Und ich habe das eben bis zur Spitze getrieben und habe eben in Spitzenzeiten mehr als 2.500 Fernsehsender gehabt. Ja. Ich sage dazu bewusst gehabt, weil die habe ich heute nicht mehr. das ist natürlich eine Reizüberflutung höchsten Maßes, 2.500 Sender, ich sage einmal, zu konsumieren. Ja. Und ich war so verrückt und habe mir das auch wirklich alles angeschaut, ja, mehr oder weniger. Das heißt, das ist halt, dann ist halt Premiere gekommen und jetzt heißt das ja Sky Television und. Ja, und immer mehr. Und wir haben halt damals die Decoder gekauft und Smartcards und. Also das volle Programm. Und haben es uns da halt richtig gegeben und haben halt geschaut, wie die wollen. Ja. Damals, muss ich dazu sagen, habe ich noch nicht gewusst, dass es alternative Sichtweisen auch gibt, andere Sichtweisen. Damals habe ich geglaubt, dass die gesamte Medienlandschaft das komplette Bild, Weltbild quasi abbildet und uns präsentiert und wir da quasi völlig komplett informiert sind und wissen, was los ist und wissen, was auf dieser Welt abgeht. Ja, das habe ich damals geglaubt. Ich habe eben seit vielen Jahren keinen Fernseher mehr. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch Fernseher haben.
bitte macht das nach. Es ist, danke sehr. Obwohl ich selbst mich viel mit Medien beschäftige und eben auch viel Kamera mache, also bei den ganzen Veranstaltungen, die ich meistens mitfilme und dann ins Netz stelle und so weiter, und auch selber Medienschaffender bin, also hobbymäßiger, muss ich dazu sagen, leider, möchte ich fast sagen, habe ich trotzdem keinen Fernseher mehr. Ja, das heißt, ich habe das irgendwann einmal, es ist so jetzt 8-9 Jahre her oder was, schätze ich, den Fernseher hinausgeschmissen und ich habe es bis heute nicht bereut. Es ist unglaublich, was danach sich abspielt. Das glaubt man gar nicht. Ja, das Erste ist einmal, man beginnt Zeit zu haben. Ja, auf einmal sitzt man da und denkt sich, was mache ich denn jetzt? Komisch. Dann wandert so der Blick im Zimmer um und dann sieht man, ein Buch, schau, interessant. Ja. Und so beginnt das dann. Ja. Dann liest man wieder einmal ein Buch, ja, oder man sagt, was ist jetzt, heute gehen wir raus, gehen wir im Wald spazieren oder irgendwas. Das heißt, man beginnt viel mehr wieder zu leben. Genau so ist es. Ja. Das heißt, wenn ich ins Fernsehen hineinschaue, werde ich gelebt. Also es wird mir gezeigt, wie illusorisch halt die auch so tolle Welt ist. Ja. Es ist... Das ist heftigst. Ja. Aber okay, also wie gesagt, ich habe dann den Fernseher verabschiedet und habe begonnen, mich zu beschäftigen mit der Frage, welche wahre Wortbedeutungen oder Bedeutungen gibt es? Vor allem im Zusammenhang mit Medien, ja, und im Zusammenhang mit der Unterhaltungsindustrie. Und da bin ich natürlich auf das berühmte Wort gestoßen, Unterhaltung. Es kommt von unten halten. Ja? Es soll dich unten halten. Das ist ein wesentlicher Aspekt der Unterhaltung. Da muss man... Warum haltet uns das nicht oben? Ja? Das heißt, ich will ja immer oben sein, ich will Energie haben, ich will glücklich sein und so weiter. Und jetzt dann haben die quasi ein Wort gefunden für den Hauptteil dessen, was jeder Mensch jeden Tag auf die Nacht macht fast. Er lässt sich unterhalten. Ja? Also unten halten. Also das ist schon gewaltig, wenn man das sich bewusst wird. Ja. Oder wenn man die Nachrichten sieht, Nachrichten, du sollst dich danach richten. Ja. Das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Oder sie wollen etwas nachrichten. Das ist nämlich noch öfters der Fall. Das heißt, die Nachrichten werden am Abend präsentiert und da ist das... Die Handlung oder das schon passiert, was passiert ist, und dann wird quasi, wie soll ich sagen, wird es nachgerichtet, nämlich dass die Sichtweise denen, auf das werden wir noch kümmern, wer das ist und so weiter, passt. Dass das so dargestellt wird, dass ein gewisses Weltbild präsentiert wird und dieses Weltbild ist halt das, was die behaupten, was das Richtige ist. Ja, und wenn jemand Fragen stellt und sagt, ich sehe das aber vielleicht anders und ich sehe das, ich würde da gerne das ein bisschen hinterfragen und so weiter, dann merkt man schon, wie der Wind weht. Ja, also das geht relativ schnell, das ist fast nicht zum Glauben. Die Nachricht, auch in Wikipedia bitte, muss man sich vorstellen, steht drinnen, sich danach richten. Das muss man sich mal vorstellen. Sogar Wikipedia, also eigentlich die Mainstream-Source, schlechthin meint und sagt das Gleiche, eben, dass man sich danach richten soll, bei den Nachrichten. Nachdem ich 2500 Sender hatte, musste ich natürlich die SAT-Anlage mir auch zu Gemüte führen und mir die Frage stellen, was meinen Sie mit dem Wort SAT-Anlage? Also das ist einfach nur anders betont, aber geschrieben ist es ja gleich. Ja? Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt echt eine SAT-Anlage? Ja? Oder was ist das? Ja? Oder ist das eine SAT-Anlage? Also wie dem auch sei, man hat halt... Man sieht, dass im Medienbereich die Wortbedeutungen also sehr interessant zu betrachten. Da hat sich jemand was gelacht dabei, genau so ist es. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Fernsehsender herausgenommen, MTV. Die Jüngeren unter euch werden wissen, was das ist. Also das, wenn man das ausspricht, MTV, also MTV, das ist leeres Fernsehen und genau so ist es. MTV, ja? Also empty, leer. Also, besser kann man es nicht sagen. Ja, also wenn man MTV heutzutage anschaut, die haben eine Schnittfrequenz pro Minuten, da kriegt man fast einen epileptischen Anfall. Das ist echt heavy. Also von Bildschnitten meine ich jetzt dann. Ja. Und diese Bildschnittfrequenz ist in den letzten Jahren immer höher hinaufgegangen. Bei jedem Sender, bei alle. Das heißt, heutzutage, wenn man einen Beitrag schaut, hat man in einer Minute so viele Schnitte und Perspektivenwechsel, dass man eigentlich schon
bleiben wird, ja, wenn man das bewusst anschaut. Und bei MTV ist das eben ganz heftig. Fernsehen, ein Positives zum Abschluss von dem Slide möchte ich noch sagen, eben besser in die Ferne sehen, als fern zu sehen. Ja? Also ich habe dann begonnen, in die Ferne zu sehen, und bei uns am Wörthersee ist das ja wunderschön, kann man da in die Natur schauen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Reality-TV? Ja? Also was ist gemeint mit Reality-TV? Und das ist eigentlich sehr traurig, was Reality-TV ist. Ja? Es zeigt in einer Karikatur eigentlich genau das, um was es geht. Ja? This is it. Besser geht's nicht. Ja? Also genau das passiert mit uns quasi, wenn wir fernschauen. Ja? Und als Beispiel möchte ich die größten amerikanischen Networks zeigen. Und zwar geht es hier primär um die Gleichschaltung der Medien. Das heißt, wenn ich, nachdem bei mir halt die 2.500 Sender ungefähr, ja, habe ich die natürlich alle angeschaut und irgendwann einmal ist mir aufgefallen, irgendwas stimmt da nicht. Wie kann das sein? Was passiert da? Ja? Und da habe ich einen Zusammenschnitt gefunden, wo man ungefähr 30 der größten amerikanischen Sender sieht. Da rede ich von ABC, NBC, CNBC, TBK und diese alle heißen, also die ganzen großen Networks, das ist nicht nur der lokale Ranz, ja, sondern da rede ich von landesweit sendenden Sendern. Und diese landesweit sendenden Sender sind, und das kann ich, das behaupte ich jetzt einfach, eindeutig alle zusammengeschalten, übergeordnet. Das heißt, die senden alle das Gleiche. Alle. Bitte, das ist auch bei uns so, oder in Deutschland, ja, oder in der Schweiz, oder in Europa, das ist überall gleich. Ich möchte das jetzt abspülen, das ist ein Beispiel, nicht wundern, es ist ein bisschen Krach da drinnen, weil das ist bei einer Fernsehshow gezeigt worden. Ja? Schaut euch das bitte an und werdet euch bewusst, was da wirklich abgeht. Wie kann das sein, dass alle das Gleiche sagen? Können wir eigentlich aufhören, oder? Ich meine, das ist ja unglaublich, oder? Ja, das kriegen wir in Deutsch auch noch. Man muss sich vorstellen, da kann ich echt nur sagen, jeden Tag wasche ich mein Gehirn mit dem Fernsehen. Besser kann man es nicht sagen. Besser kann man das nicht, das geht gar nicht besser. Ja? Wie funktioniert das jetzt technisch? Also wenn diese verschiedenen Sender, sie sollen ja alle von gleichen Situation berichten, wie ist das möglich? Wie wird das vorbereitet, dass das dann in der praktischen Umsetzung möglich sind? Ich meine, die Sender, die sind die weit verbreitet irgendwo, dass die dann wirklich, so wie jetzt dargestellt, eigentlich alle dasselbe sehen. Also meines Erachtens läuft das so ab, das Ganze wird über sogenannte Nachrichtenagenturen organisiert. Das heißt, da rede ich von Reuters, AP, Associated Press und noch hier und der dritte, und dann sind wir schon bald fertig, was quasi weltweit an Nachrichten hier, ich sage einmal, gebroadcastet wird. Ja, ich habe einen Freund gehabt, das ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hat bei der APA draußen in der EDV gearbeitet, der hat mir ein bisschen Einblicke auch gegeben, was da für Meldungen wie, wann, wo kommen, wie das herausgefiltert wird, wie das vorselektiert wird und so weiter und so weiter. Also da geht es schon ziemlich rund. Und dort ist ganz das Gleiche. Ja, das heißt, es wird zentral werden die sogenannten News, ja, oder Breaking News oder die Nachrichten quasi erfasst und die gesamten Sendeanstalten holen das nur mehr noch aus einem Pool heraus. In Europa hast du zum Beispiel die EBU, European Broadcast Union und auch andere. Das heißt, das ist einfach ein Pool und aus dem Pool werden die ganzen fixfertigen Nachrichten fix mit allem drum und dran herausgenommen und dann gesendet. Und jeder Sender macht nichts anderes wie, man hat ja wohl gesehen, es gab ja wohl Variationen, nämlich der eine hat uns gesagt und der andere oder, wow, ja, also fast nicht zum Glauben. Bitte, wenn man glaubt, dies sei eine einmalige Geschichte, da täuscht man sich. Ja.
That gas prices are back on the rise. Okay, also man sieht, das ist kein Einzelfall. Man konnte das oft genug herausschneiden und so weiter. Das ist, wie soll ich sagen, es ist eigentlich sehr traurig. Und wie kommt man auf das drauf? Ja, natürlich, wenn man jetzt halt 2.000 oder 3.000 Sender hat und irgendwann einmal merkt man halt beim Herumzappen, komisch, die sagen alle das Gleiche. Ja, und so entsteht das und so wird man bewusst, dass das Fernsehen eben das nicht sein kann, was es vorgibt zu sein. Ja? Und jetzt gibt es Untersuchungen, wo zum Beispiel der Professor Dr. Manfred Spitzer, den ich sehr schätze, der auch sehr gute Vorträge haltet und auch gute Bücher hat und so weiter, unter anderem einem, der heißt Digitale Demenz, und der hat eine Untersuchung gemacht, der hat Kinder genommen. Und da reden wir von relativ großen Gruppen, also immer so 100, 200 Kinder. Und hat diese 200 Kinder fernschauen lassen. Und die nächsten 200 Kinder hat er wieder fernschauen lassen und dann mit Kontrollgruppe und. Ja. Und wie man da schon sehen kann, sieht man, dass Kinder, die weniger als eine Stunde ferngesehen haben pro Tag, so eine Fantasie noch haben bei den Mankalern beim Zeichnen. Und Kinder, die länger als 3 Stunden fernschauen haben, nicht mehr so eine Fantasie haben. Man muss sich vorstellen, was macht das mit dem Gehirn? Was passiert da wirklich? Ja? Digitale Demenz, deswegen heißt das, also die haben auch untersucht, was passiert, die Auswirkungen von der Wischerei, iPad, iPhone und dem ganzen Zirkus. Ist höchst interessant, also wenn das interessiert, wie gesagt, es gibt da auch Vorträge und es gibt auch Bücher zu diesem Thema. Im Prinzip unglaublich, oder? Ein Kind reagiert noch viel heftiger auf das, was auf ihm stoßt und was es halt erfahrt und was es halt quasi berieselt wird. Ja, und man sieht hier, dass die Kreativität ja fast logarithmisch abnimmt, ja, mit der Dauer des Fernsehkonsums. Ja. Und ich muss dazu sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich da die Extrembeispiele herausgesucht habe, ja, sondern die 100 Zeichnungen sind fast alle identisch. Also jetzt meine ich von der Qualität, also sprich von so einem Ankalan oder so einem oder was auch immer. Ja. Also das Fernsehen macht irgendwas mit uns. Man wird dement. Ein weiteres Beispiel, wo subtile, für mich schon fast Mind-Control-Informationen platziert werden, ist, wenn man zum Beispiel beim ORF das Wetter anschaut, der Markus Watzak, was fällt euch denn da auf bei dem Büttel? Genau. Im Wetter, im ORF, ist es ganz normal, dass du hinten Chemtrails sein. Das heißt, unterbewusst werden wir programmiert, schaut's Freunde, das ist das Normalste der Welt, dass solche Streifen da oben sind. Die kehren zum Wetter dazu. Das wollen sie uns damit suggerieren. Wie kann das sein? Ja, Chemtrails, ich glaube, ist ein Begriff für jeden, ja, von den Anwesenden. Das ist ja unglaublich, oder? Da sagt dann keiner, ja, sondern da wird, als oben nichts war, wird das einfach gebracht und gezeigt und juhu, und los geht's. Ja, also ich finde das erschreckend. Lass vielleicht mal kurz die Chemtrails erklären hier. Das ist ganz kurz. Ja, was ist ein Chemtrail? Es gibt zwei Arten, also von Trails, von Flugzeugen. Da gibt es sogenannte Contrails und Chemtrails. Ein Contrail ist normal, ein normaler Kondensstreifen. Das heißt, wenn das Flugzeug normal fliegt, ist hinten der Ausstoß. Und das ist nichts anderes wie kondensiertes Wasser, das quasi zu Eiskristallen kondensiert. Und das ist der weiße Strich, den man hinten sieht. Der ist aber nicht lang, das heißt, das ist ein paar Minuten und dann ist der wieder weg. Ja, das heißt, die schmelzen wieder und die Kristalle gehen wieder über eben in den flüssigen Zustand und so weiter. Man sieht die dann nicht mehr. Und bei einem Chemtrail, das ist seit, muss ich jetzt, weiß ich nicht genau, ich sage einmal so wahrscheinlich so 15 Jahre, trailen sie bei uns schon herum. Bitte, das ist auch in Klagenfurt und überall. Das ist nicht nur ein Phänomen von Amerika oder irgendwo anders, ja, sondern das ist weltweit, so wie es ausschaut, weltweit. Da wird bei uns in den meisten Fällen Nordwest nach Südost. Das heißt, sie fliegen immer so meistens. Und wenn man schaut genau, ist es dann meistens Doppelstrich, XX Doppelstrich. Also da werden Muster quasi hineingezeichnet in den Himmel, wenn man das so nennen darf. Und diese Chemtrails, das sind quasi Flugzeuge, wo hinten Tanks drinnen sind. Und bei diesen Tanks wird quasi Chemie hinausgesprüht. Und diese Chemie sind Aluminium,
das eben auch für die digitale, für die Demenz beiträgt. Aluminium ist ein starker Demenzbeschleuniger bei den Menschen. Barium sollte, ich habe gelesen, es geht bis zu Uran, also sprich die Brennstäbe, die sie in die Atomkraftwerke, weil es gibt kein Endlager, ja, es gibt keine Lösung für das, das heißt, die tun das klein aufspeisen, ein Teil geht in die DP, Depleted Uranium, also Uranmunition, und ein Teil wird oben ausgesprüht und durch die Verteilung ist dann halt weniger, aber die Gesamtradioaktivität steigt natürlich auch auf der Erde, somit werden die Brennstäbe entsorgt und, also da habe ich schon die wildesten Sachen gelesen, kann ich mir alles vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, leider sehr traurig ist das, vor allem du kannst nichts machen, ja, oder fast nichts. Das heißt, die Menschen, die da Anfragen stellen, auch ans Parlament oder sonst irgendwas, ja, nichts. Das gibt es nicht. Das ist eine Verschwörungstheorie, bla bla bla, der ganze Zirkus. Ja. Letztens, wir haben vor einem halben Jahr circa den Andreas Bob interviewt, da in Villach in Landskron, im Zuge der Montagsharmonie. Und da habe ich den Andreas gefragt, habe gesagt, du, weißt du, ob in Russland Chemtrails gibt? Ja, du warst ja schon mehrmals draußen. Siehst du dort den Trails? Weil wenn ja, heißt das ja, er gehört dazu, der Putin, wenn ich so nennen darf. Wenn nein, dann wird es interessant. Ja. Also er hat selber gesagt, er weiß es nicht. Ja. Ich habe auch ein bisschen schon gegoogelt, es gibt wenig Bilder auch so von Moskau und so weiter. Also ich, I don't know. Also das Einzige, was ich weiß, ist da, glaube ich, wo bei Venezuela, ich bin jetzt nicht sicher, Hugo Chavez, glaube ich, da, wer dort ist. Ja. Der hat gesagt, wenn ein Flieger von euch drüber fliegt, den hole ich auch. Ja. Also es gibt ein, zwei Länder auf der Welt, die gesagt haben, da spielen wir nicht mit. Gott sei Dank. Ja. Ich hoffe, es werden immer mehr. Bolivien, genau, glaube ich, ja. Richtig. Gut, gehen wir aber weiter, wir haben noch viel vor uns. Wie gesagt, die Conclusio von dem Ganzen ist eben, siehe weniger fern, dann siehst du mehr durch. Ja. Vordenken und nicht nachdenken, genau um das geht's. Ja. Wenn man das Fernsehen betrachtet, macht es genau das mit uns. Ja. Platz, ich sag dir doch kein eigenes Denken. Und wehe, du fängst an selber denken. Ja, dann geht's rund. Der Fernseher hat sich auch entwickelt in den letzten Jahren, wie man sieht. Ja. Also früher mal haben die Katzen problemlos drauf schlafen können auf der warmen Kiste. Ja. Heutzutage bei einem Smart TV ist das nicht mehr so gut. Aber nicht nur die Tierwelt hat da Entwicklung durchgemacht, auch die Menschen, wo die Fernseher noch früher einmal waren, ja, und heutzutage sind halt die Fernseher flach und die Menschen, die. Es zeigt eigentlich schon, um was es da geht, ja, also dies, um ein bisschen das aufzulockern. Was macht das Fernsehen? Mein Job ist es, dich abgelenkt zu halten, um die öffentliche Debatte einzuschränken. Ich sensationalisiere Randthemen, um deinen Fokus auf das Triviale zu lenken, während du die wichtigsten Fragen ignorierst. Ich stelle den Status quo niemals in Frage, weil ich in Wirklichkeit Staats- und Konzernpropaganda verbreite. Was ich weglasse, ist wichtiger als das, was ich verbreite. Danke sehr. Unglaublich. Ja? Besser kann man es nicht beschreiben. Finde ich absolut genial zusammengefasst. Genau das passiert beim Mainstream-Fernsehen. Ich mache jetzt eine kurze Begriffserklärung, ich werde aber ein bisschen schneller drüber gehen. Und zwar brauchen wir das für später, weil was ist Ubuntu TV und für was gibt es das überhaupt und so weiter. Ne? Also es gibt verschiedene Begriffe. So, also da ist zum Beispiel Video on Demand, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, was das ist nichts anderes wie, ich kann einem im Internet, wann ich möchte, ein Video ansehen, indem ich das einfach anklicke. Zum Beispiel YouTube ist ein typischer Video-on-Demand-Dienst. Ja? Das heißt, ich muss nicht dann schauen, wo ich so der ORF zum Beispiel irgendeine Sendung um 20.15 Uhr startet. Das heißt, es wird mir vorgegeben, wann ich was zu schauen habe, sondern ich kann on-demand, sprich nach meiner Wahl, was ich halt will, wann schauen. Ja? Dann gibt es Podcasting oder iPodcasting. Daraus ist das entstanden. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur dass ich hier quasi gewisse Kanäle abonnieren kann, die mir dann selbstständig schicken, jetzt haben wir die Sendung neu, jetzt haben wir den Vortrag neu, jetzt haben wir den Beitrag neu und so weiter. Ja. Daraus ist eben auch das Wort iPod entstanden. Ja. Dann gibt es Pay-Per-View, da ist gemeint, dass man quasi, das ist ein Bezahldienst,
Also sprich, wenn ich Informationen bekommen möchte, zahle ich dafür. Wenn ich sie schaue, zahle ich sie. Wenn ich sie nicht schaue, zahle ich sie nicht. Also Sky Television ist so ein typischer Vertreter von Pay-Per-View. Dieses gibt es aber auch im Internet, ja, bei Internet-Streaming-Dienste. Und es gibt auch noch einen Live-Webcast. Das ist nichts anderes wie zum Beispiel Ustream oder auch andere. Auch auf YouTube ist das jetzt schon möglich. Das heißt, man kann live, eine Live-Sendung, so wie das, was wir heute da machen, zum Beispiel einen Vortrag oder so, wäre alles möglich, alles live ins Internet on the fly zu streamen. Ja, das ist eben das Live-Broadcasting. Ich muss jetzt, die Folie passt da jetzt leider nicht ganz genau hinein. Ich werde mal nur kurz erklären, um was es da gegangen ist. Ja, ich habe eben die Ubuntu-Idee geboren und unter anderem auch mit euch, damals noch mit Weizenhausen und so weiter, geredet draußen. Und da ging es um die Idee, dass man quasi die Vorträge zum Beispiel von der AZK und auch andere in einem Fernsehvollprogramm über Satellit verbreiten und über Astra das Ganze machen. Das ist quasi der Vorläufer. Wer mich kennt, ich übrigens danke für die einleitenden Worte, wo du gesagt hast, ich bin ein Mann der Taten. Das stimmt, ja. Ich habe sofort zum Mailing gegriffen und habe noch zu Astra hinausgeschrieben und habe angefragt und hab gesagt, wie schauen wir denn aus? Ich brauche einen Transponder, dort tätige ich einen 24-Stunden senden, da so, da machen wir das, dann machen wir das volle Programm. Ja. Ich wurde massivst abgewatscht, ja, wie man da sieht an dieser Antwort. Das heißt, der hat dort, Sachen gesagt am Telefon, weil ich vorher mit ihm telefoniert. Ja. Da ist mir anders geworden. Da habe ich gesagt, können wir das bitte irgendwie schriftlich zusammenfassen? Ich muss das ja unseren Aufsichtsrat vorlegen, habe ich gesagt. Macht auch nichts, wie dem auch sei. Und da kam eine Antwort und man sieht da wunderbar, was die großen Sendeanstalten und ich sage mal die großen Satellitenbetreiber wirklich aufführen. Ja? Bitte, das ist jetzt sicher noch teurer. Das ist schon ein paar Jahre her, ja? diese Mail. Und man muss sich vorstellen, wir reden da von einem stinknormalen Normalbild, das ist nicht einmal HD, ja? Das heißt, wir sind bei 3,9 Megabit, ja? Pro Jahr 800.000 Euro. Hä? Das kannst du nicht aufstellen, die Summe, das geht einfach nicht. Ja? Das heißt, man sieht schon, die bauen künstliche Hürden ein, dass alternatives Fernsehen es sehr schwer hat, über offizielle öffentliche Plattformen, wie man hier sieht, APS, Astra Plattform Service, ja? Das ist bekannt, jeder hat sein Schießel auf Astra ausgerichtet, um sowas zu finanzieren. Ja? Also das ist fast nicht möglich. Ja? Und da geht es dann los mit Bankgarantien, 150.000 und das auch noch und 250.000 und juhu und gehen wir. Ja? Also da sieht man, die machen, was sie wollen und die machen natürlich alles, um zu verhindern, dass nicht das Mainstream-Gequatsche, ja, gestört wird durch andere Sichtweisen oder durch kritische Fragen oder was auch immer. Ja. Das kurz zu dem Slide da. Jetzt ist so, jetzt habe ich natürlich mir die Frage gestellt, nachdem ich verstanden habe, die ganzen Medien, das ist unglaublich, was da abgeht, habe ich begonnen zu recherchieren und es ist auch damals schon das Internet immer aktueller geworden, das war auch schon Videostreaming möglich und. Und dann bin ich auf ein paar Sender gekommen. Ja, ich möchte jetzt da nur kurz im Schnelldurchlauf ein paar Sender zeigen. Ja, die meisten wird es wahrscheinlich eh schon kennen. Nur um zu sehen, also dass ich zeigen kann, was ich da meine. Also Bewusst TV ist so ziemlich einer der bekanntesten Vertreter. Der Joe Conrad, ja, ist eben ein Video on Demand, ganz normaler. Hat ein sehr ausführliches Archiv, hat sehr viele Sendungen schon drinnen, mehrere hundert Sendungen. Die Sendungen kann ich auch auf MP3 anschauen, also im Podcast, auf meinen iPod aufladen und so weiter. Ist vom Themengebiet Querbeat, also wirklich alles, was es gibt, ja, also die gesamte Szene und. Und der ist eigentlich sehr aktuell, sprich er hat fast wöchentlich neue Sendungen. Eine sehr gute Sendung, die er hat, die mir persönlich sehr gefällt, ist die Tagesenergien mit Alexander Wagand. Weil wir gerade bei diesem Punkt angekommen sind, ich möchte da einen Aufruf machen, ich trage diese Idee schon längere Zeit mit mir herum. Wenn jemand das jetzt sieht im Internet, ich überlege, die Tagesenergien für Österreich zu produzieren. Das heißt, wir haben die ganze Technik, es gibt Studio, es gibt alles, wir können das alles machen. Ich suche quasi Menschen, die so wie der Alexander Wagand
eine energetische, spirituelle Sichtweise auf die Zeitungsartikel von Kurier, Krone, Standard und Presse und was es da sonst noch alles gibt. Das heißt, ich würde die Sendung ähnlich oder gleich gestalten wie das deutsche Vorbild mit Joe Konrad und Alexander Wagand, aber rein auf die österreichischen Medien bezogen. Ja, diese Sendung könnte man, was weiß ich, einmal im Monat produzieren oder so, 2 Stunden oder was. Und das würde man bei mir machen, also in die Opendo Studio. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt, dieses Projekt mit mir zu leben, bitte meldet euch ganz normal, so wie immer, office@upendo.tv. Danke sehr. Gut, den Joe Konrad habe ich die Ehre gehabt, auch schon einmal zu treffen. Das ist übrigens im Walzenhausen, im Café Panorama, ein paar werden wissen, wo das ist. Ja. Das war im Zuge einer AZK, nämlich genau die AZK, wo der Joe draußen gesprochen hat. Wir haben da hat es extrem geregnet, man sieht da meine Regentropfen noch da. Aber das war nach der Veranstaltung, also da haben wir uns oben getroffen und dann ein bisschen geredet alle. Ein weiterer für mich sehr professionell produzierter Sender ist eben Querdenken TV von Michi Vogt. Er macht das sehr gut, also ich muss echt Gratulation sagen. Er hat dahinter auch den Schild Verlag, also das heißt, man kann jede Sendung auf DVD auch kaufen und er hat auch fast alle Themen, also er getraut sich so ziemlich alles anzupacken, hat auch laufend neue Sendungen, ist qualitativ sehr gut gemacht. Querdenken TV wird in Leipzig produziert, eben bei Nuoviso, das ist sicher auch bekannt, zu dem kommen wir auch noch, von Frank Höfer. Die haben das sehr professionell aufgezogen. Ein Sender, den es leider nicht mehr gibt, es gibt ihn jetzt wieder, ist Alpenparlament. Ja. Das ist von Martin Frischknecht, der hat auch den Zappa und andere Sachen, also ist ein sehr interessanter Mensch. Alpenparlament wurde verkauft an Weltenwandel.tv oder Weltimwandel.tv. Ja, das heißt, das ist jetzt nach Deutschland gewandert. Man sieht immer öfters Robert Fleischer zum Beispiel bei Weltimwandel die Interviews führen, aber auch andere. Ja, das ist eben ein Nachfolger quasi von Alpenparlament. Alpenparlament gibt es zwar wieder, ist aber gebührenpflichtig. Das heißt, ohne Moos nichts los, wenn ich es so nennen darf. Ja. Bei den anderen Sender, die sind also frei empfangbar. Nuoviso ist ein Riesenthema, ist einer der größten meiner Meinung nach, Frank Höfer aus Leipzig. Auch den Frank habe ich schon kennenlernen dürfen, das war auf der ersten globalen Friedensmahnnacht in Berlin draußen. Da habe ich ihn interviewt und haben ein bisschen vorgesimpelt über die ganzen Sender und über die ganzen Themen. Er ist ganz ein lieber Kerl. Er hat, wie man sieht, rinnt ihm auch der Schweiß hinunter. Also er hat da gerade gefilmt draußen, was gegangen ist. Also er hat da richtig Gas gegeben. War recht lustig. Wie gesagt, Nuoviso ist sehr zu empfehlen, hat sehr viele auch Dokumentationen, selbst produzierte Dokumentationen. Hat jetzt einen sogenannten Premium-Bereich dazu bekommen. Der Premium-Bereich, der ist quasi vergebührt, das heißt, ich muss eine Spende geben. Ich glaube, das kleinste ist 5 Euro oder was. Und dann kriegt man quasi vorab die neuesten Sendungen. Es werden aber, so wie ich das verstanden habe, alle Sendungen irgendwann einmal veröffentlicht, nur halt ungefähr ein halbes Jahr später oder was. Das heißt, wenn ich eine kleine Spende gebe, dann komme ich in den Genuss, dass ich gleich die aktuellen Sendungen anschauen kann, was eben Nuoviso produziert, was relativ viel ist. Also die produzieren auch zum Beispiel Steinzeit TV von Robert Stein und. Also die machen relativ viel. Ein lustiger Vertreter ist der Alexander Benesch. Alex Benesch ist Recenter TV. Das hat vorher Infowars geheißen oder Infokrieg TV. Das ist quasi das Pendant von Alex Jones in Amerika, haben die da gemacht. Das heißt jetzt Recenter TV. Ist, ich glaube, steht eh da am Montag und Donnerstag um 19 Uhr ist er live drauf, ja, der Alex. Ich muss dazu sagen, er ist schon, also er ist ein Brain, wenn ich es so nennen darf. Er weiß schon, von was er redet. Aber es gibt auch Komponenten, die er zu 100%ig ausklammert. Das ist zum Beispiel die Spiritualität, die gibt es bei ihm nicht. Ja, also das betrachtet er nie, das behandelt er nie. Aber alle anderen Sachen also werden sehr gut und sehr kritisch auch beleuchtet. Manchmal ist zwar ein bisschen viel Bashing, aber okay, es muss auch das geben. Aber auch sehr professionell produziert. Ja. Also die Standardformate bis 480p sind, glaube ich, frei im Internet und wenn man dann Full HD alles haben möchte, dann muss man auch ein bisschen zahlen. Ein weiterer Sender ist, bei dem wir eigentlich heute zu Gast sind fast, ja, ist Klagemauer TV oder Klar TV.
es sehr, also aus, von der Themenvielfalt ist da wirklich alles dabei, was es gibt, ja, querbeet. Hat laufend neue Sendungen, da kommen täglich 2-3 Sendungen fast. Ja, also das ist sehr aktuell alles und sehr professionell auch produziert. Gut gemacht, schön verteilt über die ganzen Studios in ganz Europa. Ja, also besser kann man es gar nicht machen. Was mir bei Klagemauer gefällt ist, die haben zum Beispiel eigene Streaming-Server. Das heißt, der gesamte Content ist nicht auf YouTube oder auf Vimeo oder sonst wo abgelegt, sondern die haben eigene Streaming-Server. Das heißt, sollten sie abgedreht werden, ich meine jetzt vom Mainstream her und da meine YouTube und so weiter, können die trotzdem weitermachen und auch weiter senden, weil sie eben alles selber streamen und alles auf eigene Streaming-Server haben. Unter anderem, ich glaube, es ist auch auf YouTube ein Teil, aber das meiste ist selber auch auf die eigene Server. Vielleicht noch kurz zurück, BewusstTV hat das auch. Das heißt, BewusstTV hat auch alles eigene Streaming-Server, die selber ihren Content streamen. Auch ein weiterer Sender aus der gleichen Schmiede ist JugendTV. Das ist ein Ableger, glaube ich, auch von KlarTV, wenn mich das nicht alles nicht täuscht. Die haben, finde ich, eine sehr gute Idee, nämlich die Jugend da einzubinden, was eigentlich einer der wichtigsten Sachen ist. Das heißt, da gibt es Moderatorinnen und Moderatoren, die sind dann 7 Jahre, 9 Jahre, 14 Jahre und so weiter, 15, 20 Jahre, 23 Jahre, also für die Jugend, das heißt, die Jugend spricht und macht Sendungen über eben alternative Themen für die Jugend. Ja, also besser geht es gar nicht mehr. Ja, also das ist eine geniale Idee. Was man nicht glauben wird, die haben in ein Wespennest gestochen, das glaubt man nicht. Ja, das heißt, was passiert da wirklich? Ich habe das müssen herauskopieren, weil mir das fasziniert hat, was da mit JugendTV passiert ist. Die haben nämlich original eine Klagedrohung und eine Zahlungsdrohung gekriegt. Es ist ein relativ hoher Betrag, es ist ein paar hunderttausend Euro. Was, bitte? 500.000 Euro muss man sich einmal vorstellen. Das heißt, es senden, ich sage einmal, wahrscheinlich 60, 70, wenn nicht 100 ganz normale Sender wie BewusstTV, Nuovisa und wie sie alle heißen, die haben Themen, dass die anders wird. Ja? Und dann gibt es einen einzigen Sender, das sind halt Kinder und die kriegen plötzlich eine Klageandrohung über 500.000 Euro, wenn sie das und das und das die Sendung nicht aus dem Netz nehmen. Warum? Haha, was passiert da? Das ist eine interessante Frage. Warum tun sie das nicht bei den Großen? Und groß ist bei mir der Joe Conrad zum Beispiel, BewusstTV, Nuovisa, QuerdenkenTV, ja? Die haben mehrere hunderttausend Klicks im Monat. Ja? Also da ist richtig Publikum da. Nein, das machen sie bei JugendTV. Warum? Weil es dem Mainstream gefährlich ist. Richtig. Weil das Gefährlichste ist, was es gibt. In die Kinderzimmer zu sein. Das heißt, wenn die Kinder von klein auf begreifen, halt Freunde, you don't need to tell us that gas size is a back on the rise, ja? dass das Kind versteht, ihr wisst, was ich meine, ja? Aha, da gibt es andere Sichtweisen auch noch, ja, das Kind wird natürlich nicht mehr mitspülen im Hamsterradl und sagen, jawohl, darf ich bitte brav Steuern zahlen, darf ich funktionieren, darf ich bitte und so weiter und so weiter. Sondern das Kind wird Fragen stellen beginnen. Und diese Fragen werden kritischer Natur sein. Und das ist aber genau das, was sie nicht brauchen. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ist das passiert bei JugendTV, weil sie einfach Angst gekriegt haben, weil das so eine Ausmaße angenommen hat, ja, dass die Jugend anfängt, selber ein Programm zu machen. Und zwar ein Programm, das denen überhaupt nicht passt. Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Ja, und deswegen habe ich das sehr interessant gefunden. Sie haben, glaube ich, müssen 5-6 Sendungen oder was herausnehmen im Endeffekt. Es ist alles gesperrt worden. Das heißt, man muss sich authentifizieren, dass man wirklich 18 Jahre alt ist. Und ich weiß nicht, was noch alles. Bitte, da gibt es 10-mal ärgere Videos auf YouTube, da sagt, fragt mich keiner, bin ich 18 Jahre oder irgendwas anderes. Wie kann denn das sein? Ja? Was ist denn das für eine Verarsche eigentlich? Ja? Und das ist ja leicht, Kindern Angst einzujagen. Ja, warum suchen sie sich nicht die gleich Großen? Ja? Nein, da werden Kinder hergenommen und die Kinder werden auf 500.000 Euro quasi Klage angedroht. Ja? Also wie gesagt, das Thema finde ich schon sehr, ist auch zu recherchieren. Finde ich traurig, dass man sich auf die Kinder so auslässt. Ja? Gerade die halt, das ja die Zukunft ist.
Ein weiterer Sender ist Extreme News, der ist manchmal recht lustig. Da gibt es den Karma Sinn, wer den vielleicht kennt, das ist so ein Geistheiler. Und auch verschiedene andere Sachen. Sie haben sehr gute Interviews mit Harald Kautz-Weller. Das ist ein Mensch, der sich ganz intensiv mit Chemtrails beschäftigt hat, also bis zu Morgellons. Das ist nämlich die resultierende Krankheit aus den Chemtrails und so weiter. Also da geht es richtig zur Sache. Toller Sender, auch Extreme News. Mystica TV finde ich auch super. Ist wahrscheinlich von Thomas Schmelzer, das habe ich nicht in Erfahrung bringen können, wer da jetzt echt der Sendungsmacher ist. Ist sehr professionell produziert, sehr viel Spiritualität auch, sehr, also wirklich gut gemacht. Büso TV, das ist ein bisschen politisch angehaucht, ja, Bürger-Ding, aber ist nicht so schlecht. Der Webcast mit der Helga Sappler-Rusch manchmal, das ist wöchentlich einmal Mittwoch irgendwann. Was man nicht taugt bei denen ist zum Beispiel, sie befürworten Atomkraftwerke, wie sie das machen können. Ich weiß es nicht, aber okay, ist halt so. Aber alle anderen Themen, die sie da behandeln, sind eigentlich recht geschmackig und sie tun schon relativ gut auch gesellschaftspolitisch aufarbeiten, die Themen und so weiter. JTV gibt es auch. Das ist ein, naja, vom Dr. Cet Liuzzi. Und das ist auch sehr viel Spiritualität beim Chat. Die haben sehr viele Livestreamings. Kippt zur Amateurhaftigkeit leider manchmal. Also ist jetzt nicht so professionell produziert wie die anderen. Aber okay, hat ein riesen Archiv, auch sehr viele Dinger. Jetzt TV zum Beispiel ist fast nur spirituell. Ja, gibt's, also da gibt es Sender bis zum Abwinken. Quantica TV hat sehr gute Vorträge. Time to Do von Norbert Brackenwagen in der Schweiz ist sehr professionell, sendet auf Schweiz 5 zum Beispiel. Jeden ist fast täglich um 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr. Wie gesagt, das kennen wir schon. Noch einmal kurz die Begriffserklärung von Video on Demand. Jetzt kommen wir kurz zum Pay-Per-View noch. Das heißt, es gibt diese Sender auch verschlüsselt, sprich, die man zahlen muss. Ja, und da ist der allererste Sender, den es gegeben hat, das war Secret TV, der war von Jan van Helsing. Ist sicher bekannt, also Jan Udo Holly, der hat diesen Sender produziert. Die Seite gibt es noch, sie kann aber nicht mehr geschaut werden, sie haben auch keine neuen Beiträge mehr. Die kriegt man dazu, wenn man ein Abo beim Nachfolger nämlich kauft, nämlich bei Nextworld TV. Das heißt, Nextworld TV ist der Nachfolger von Secret TV. Sehr professionell produziert, super gemacht. Manchmal ein bisschen seicht, ja, also geht zu wenig in die Tiefe meiner Meinung nach, aber okay, jeder braucht dann auch einen Entry Point, also jeder Mensch triggert auf was anderes, deswegen kann man das nicht so, also die alten Hosen, ist klar, die wollen halt heißen Content sehen, wie dem auch sei, ist nicht ganz billig, ich glaube 79 Euro oder was im Jahr oder 95, ich weiß es nicht, das schwankt da, gibt es eine Kooperation mit Raum und Zeit. Da gibt es auch noch einen Ableger, Resonanz TV. Der ist von Pierre Frankl und Michaela Merten. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, den kriegt man dazu, wenn man Nextworld TV abonniert. Ja? Die sind alles vergebührte Sender. Ja? Bringen das gleiche wie die anderen, nur dass es halt kostet. Recenter TV ist auch vergebührt, aber nur eben der Full HD Content, nur Visa das gleiche. Da gibt es quasi den Premium-Bereich mit den 5 Euro, es steht ja da Premium-Bereich mit mindestens 5 Euro Spende. Exomagazin TV ist von Robert Fleischer, das war zuerst exopolitik.org, haben sie jetzt ausgegliedert aus Exopolitik, ist ein eigener Sender geworden, Exomagazin. Das hat ja früher schon so geheißen, das Exomagazin. Ist sauteuer, ist fast 100 Euro oder was, haben relativ wenig Content, aber okay, sie machen es immerhin. Das Exomagazin selber ist eine Art Appetizer, wo eine halbe Stunde lang einfach gezeigt wird, welche Beiträge sie in seinem Magazin drinnen haben, im Exomagazin. Ist interessant, also beschäftigt sich eben mit Außerirdischen und freier Energie und all diese Sachen. Der teuerste Vertreter, den ich gefunden habe, war Kristallmensch TV von der Sabine Wolf, ist extrem spirituell. Da kostet dann ein Abo schon fast 300 Euro, also das geht dann da richtig los, hinauf in allen Ebenen. Aber okay, jeder wie er meint. Auch gut, ja, muss es auch geben natürlich. Jetzt vielleicht noch kurz zu den Radios. Es gibt natürlich auch Radiosender. Einer der bekanntesten und längst dienendsten, das ist der Tarek Al-Ubaidi.
Das ist Crop FM, bitte, der Sender ist in Graz. Das ist ein österreichischer Sender. Ja, der ist in Graz daheim. Der macht schon, ich muss jetzt lügen, aber viele, viele Jahre das Ganze, hat, sieht man eh da ungefähr 340 Sendungen in seinem Archiv, ja, hat die gesamte Themenwahl, alles was in der Szene ist, also von Chemtrail über bis zum geht nicht mehr. Und sendet eben jeden zweiten Freitag um 19 Uhr live im Streaming und da gibt es auch Open End und dann natürlich aus der Konserve die Bast-Shows. Was er noch hat, er hat einen Crop kommen, das heißt, ich kann in der Sendung live mitmachen, einfach eintragen, mitchatten, Fragen stellen und. Finde ich eine tolle Sache, Crop FM, sehr zu empfehlen. Dann gibt es einen weiteren österreichischen Sender, das ist OkiTalk. OkiTalk hat mehrere Plattformen, ist aus Wien, glaube ich, ja? Bad Erlach. Hat mehrere Livestreams, manchmal zugleich, hat auch Live-Übertragungen und so weiter. Also gibt es richtig, darf man nicht sagen, ist sehr interessant, gibt es auch ein Archiv und so weiter. Manchmal hat OkiTalk auch Bild dabei, aber eher selten. Bei OkiTalk, vielleicht noch kurz, kann man auch mitreden über Mumble. Das ist also eine eigene Software, die kann man einfach installieren. Das ist ähnlich wie Skype, wo man dann quasi einfach interaktiv mitwirken kann. Ein ganz lustiger ist der Detlef Hegeler, der Detlef mit Wake News TV und Wake News Radio. Finde ich absolut lustig, sendet dienstags und donnerstags um 16 Uhr immer zwei Stunden lang. Was mir bei ihm gefällt, ist, er macht das alles auf die Lustige, also da wird das auch vieles aufs Korn genommen. Und ich sage einmal, es ist nicht alles so bitter ernst, obwohl er oft auch ernste Themen spricht, aber diese halt eher im Lustigen bringt. Cracker Info, das ist der Valentin Anker, hat er geheißen, jetzt heißt er Mutrasil. Wie dem auch sei, hat auch schon einige Sendungen drinnen, ist aber sehr sporadisch geworden, hat eher abgebaut, also ist leider weniger geworden. Also hat aufgehört, also noch nicht ganz aufgehört, aber es wird immer weniger von den Sendungen. Redemit.net aus Karlsruhe, wie der Sender schon sagt, das heißt, ich kann selber mitreden, ich kann selber Sendungen machen, ich kann selber Sendezeit dort bekommen, wann ich will und so weiter und kann auch über Mandl mitmachen. Terahertz Radio Moppi, weiß nicht, ob es bekannt ist, ist auch recht lustig, macht, finde ich, eine gute Sendung. Da werden Blog-Einträge einfach in einer Radiosendung verarbeitet. Also finde ich eine tolle Idee, dass ich nicht immer alle Blogs durchgrasen muss und durcharbeiten. Und da wird das einfach als Radiosendung dann präsentiert. Jungle Drum Radio gibt es auch noch. Und dann gibt es noch relativ unregelmäßig aktualisierte, also es gab von Exopolitik einmal einen Podcast, den habe ich sehr gut gefunden, aber seit dem Exomagazin gibt es da leider kein Update mehr. Der Siegfried Drehbuch, Dimensionssprung, war ein sehr gutes Radio, der hat leider auch aufgehört, also er macht nur mehr gegen Bezahlung. Otakun war recht lustig, also DRDRB, Außerirdische und so weiter, die haben sehr viel geredet über das. Hiobs Botschaft, der Jan Hiob Anderson hat das auch, Skurriles Infotainment hat er das genannt, war echt auch sehr gut, war zwar sehr amateurhaft gemacht, aber absolut lustig, also da hat es Marathonsendungen gegeben, die haben 5, 6, 7, 8 Stunden gedauert, da ist drunter und drüber gegangen, echt lustig, also und das Schrägste, was es gibt, was ich gefunden habe, war Leo Urlauber und Mischen, das ist der Bauchi, ich weiß nicht, ob den wer kennt, das ist ganz ein schräger Vogel, also da muss man sich das so vorstellen, joint eine und dann geht's los mit der Sendung, also das ist echt heavy, aber okay, gehört auch dazu, um das abzurunden. Was ist jetzt das Problem von dem Ganzen? Ja, das heißt, ich habe jetzt da nur ein paar der Sender, da gibt es noch viel mehr Sender. Ja? Und eben aus diesem Notstand heraus ist bei mir die Idee geboren, eine Plattform zu machen, die all diese Sender auf einen Punkt bündelt. Das heißt, ich brauche nicht mehr recherchieren, ich brauche nicht mehr suchen, ich brauche nicht mehr herumklicken in der großen, weiten Welt im Internet, sondern ich habe einen zentralen Punkt und dieser zentrale Punkt ist Upendo.tv. Das heißt, ich habe eine Plattform gegründet, habe eine Domain angemeldet, eben Upendo.tv. Upendo ist das Wort für Liebe in der Sprache der Swahili. Die Swahili ist ein Stamm in Südostafrika. Ja, Kiswahili heißt die Sprache und Swahili heißt der Stamm. Und die sagen eben Upendo zur Liebe. Und damit ist aber nicht die duale Liebe, sondern die kosmische, allumfassende Liebe gemeint. Und diese
Liebe, was gibt es für einen schöneren Punkt, wie wenn ich alle Informationen auf einen Punkt bündeln kann und dieser Punkt ist die Liebe. Ja, besser geht es nicht. Wenn man sich das Logo anschaut, habe ich da so einen grünen Fuß drauf. Ja. Beim Selbermachen habe ich die Hand, wie ihr gesehen habt vielleicht, ja, und bei Upendo habe ich den Fuß. Das sollte ein bisschen vielleicht ein Hinweis sein. Vielleicht kennt ihr, es gibt diesen sogenannten CO2-Fußabdruck, diese Kampagne. Und da könnte man das ähnlich sehen, dass man sagt, welchen Bewusstseinsfußabdruck hat da jeder. Ja? Und kann man diesen Bewusstseinsfußabdruck erhöhen, das Bewusstsein? Und wenn ja, hoffentlich mit Upendo TV. Jetzt ist so, diese Plattform, ja, es gibt es seit 1. Februar. Ja? Also seit 1. Februar sind wir offiziell online, offiziell im Netz und quasi auf Sendung. Ich habe... Wie ist mir die Idee gekommen? Ja, also es sind zwar verschiedene Themen da an mich herangetreten. Man sieht zum Beispiel, es gibt Live-TV, heißt das. Das ist ein Programm, wo die Mainstream-Sender gelistet werden. ORF, Dreisat, ZDF und so weiter und so weiter. Das heißt, für ein Mainstream gibt es das schon. Die schauen da in Mediatheken hinein, ja, und lesen die Mediatheken aus und dann kann ich die Sendung anschauen, ohne dass ich jedes Mal auf ZDF gehen muss, jedes Mal auf Dreisat gehen muss und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich immer gedacht, das Gleiche könnte man doch machen für die alternativen Sender genauso. Warum machen das nur der Mainstream? Ja, warum machen wir das nicht wir für die Alternativen auch? Und so ist die Idee von Upendo entstanden. Und der zweite Grund, warum Upendo gekommen ist, war, ich habe früher einmal, dadurch, dass ich eben von der Ende der Vernunft, also EDV, komme, bin ich halt computeraffin und habe früher mal für meine Eltern immer auf einer externen Festplatte alle neuesten Dokus, alle Vorträge und so weiter gesammelt, gesaugt und aufgespült und einmal im Monat haben sie quasi eine externe Festplatte gekriegt, haben das dann durchgeschaut, dann habe ich die alte, die andere Festplatte wieder gekriegt, die habe dann wieder bespielt und so ist das immer im Kreis gegangen. Das heißt, sie haben immer Content genug gehabt zum Schauen, ja? Und irgendwann einmal habe ich mir natürlich die Frage auch gestellt, irgendwie fängt das an, ranzig werden, weil da reden wir dann schon von 100 Sendungen und so weiter und noch mehr, weil immer mehr auch gekommen ist und ich habe mir dann gedacht, wie kann ich denn das auslagern, sprich, dass ich das nicht mehr herunterlade für meine Eltern, sondern dass meine Eltern quasi selber das schauen können. Und auch so ist Upendo entstanden, das war mit ein Impulsgeber, dass ich das eben mache. Jetzt geht es eben darum, die alternativen Sender zu vereinen in einer Plattform und diese Plattform ist eben Upendo TV. So schaut das aus, um es kurz einmal zu zeigen. Das heißt, ich habe eine Homepage, ganz eine normale, gehe auf www.upendo.tv und kriege sofort alle Sendungen gelistet, tagesaktuell, zeitaktuell. Das heißt, ich habe da eine, ich kann das Datum wählen, heute, gestern, vor 2 Tagen, vor 3 Tagen, vor 4 Tagen, oder ich wähle direkt das Datum aus. Ja. Und wenn ich auf die Seiten gehe, kriege ich sofort die Sendungen, die heute veröffentlicht wurden. Und heute ist hier immer das Datum, wann das ist. Und dann gibt es natürlich noch die Uhrzeit dazu. Das heißt, die oberste Sendung ist immer die aktuellst letztgültige. Man sieht hier Kompaktmagazin, KenFM, Russia Today, völlig wurscht woher. Also derzeit sind wir bei ungefähr 65 Sender, die in der Datenbank geführt werden. Das heißt, wenn eine neue Sendung kommt, das heißt, da gibt es einen sogenannten Crawler und dieser Crawler frägt automatisiert alle 5 Minuten alle 65 Sender ab und fragt, hast du eine neue Sendung? Wenn ja, wird diese Sendung indiziert, bei uns in die Datenbank geladen, die Bütteln dazu, zusammengebaut das Ganze und so weiter und da oben gelistet. Und das muss man sich so vorstellen wie bei einem Flughafen, wo die Flüge sind. Das heißt, wenn eine neue Sendung kommt, poppt die oben rein und den Rest schiebt es dann runter. Oben meine, rechts schiebt es runter, oben meine, rechts schiebt es runter. Und ich habe immer 8 Sendungen, die mir auf einmal gezeigt werden und dann kann ich unten klicken auf weitere Sendungen laden, dann kommen wieder 8, wieder 8, wieder 8, so lange bis der Tag beendet ist. Das heißt, von 0.00 Uhr bis 23.59 Uhr habe ich im gesamten Tag alle Sendungen, die da veröffentlicht wurden, automatisiert gelistet auf Upendo TV. Ich brauche also nie wieder die ganzen Sender abgrasen, sondern habe auf einen Blick alle Sendungen. Man sieht hier, es gibt eine sogenannte Programmübersicht. Ja? Also man sieht da eine kleine Auswahl von den Sendern, die wir da drinnen haben. Verschiedenste
Exopolitik haben wir schon geredet, Extremnews, Engelsburg-Nachrichten, höchst interessant. Ja, die Engelsburg-Nachrichten sind täglich, jetzt leider nicht. Warum? Weil der Betreiber hat leider einen Schlaganfall gehabt, habe ich in Erfahrung gebracht. Er wird wieder kommen, es ist Gott sei Dank, ist er schon am Weg zur Besserung und so weiter. Und ich vermute mal, dass er auch wieder auf Sendung gehen wird. Ja, die Engelsburg-Nachrichten haben mir deswegen gefallen. Erstens waren sie tagesaktuell und die haben quasi die gesamten Sonnenwinde betrachtet, die Erdbeben, die Protuberanzen, die Einflüsse, der Photonenstrom und so weiter und so weiter. Also alles, wer Dieter Bröers und so weiter ein bisschen kennt, weiß, von was wir da sprechen. Auch die ganzen Mondphasen, die ganzen, alles was es gibt. Also das habe ich sehr gut gefunden, ne? Und er hat auch immer noch ein bisschen andere Themen manchmal mit eingeflochten. Aber wie gesagt, das war alles komplett tagesaktuell mit allem drum und dran. Wird sicher wieder kommen, bin ich mir sicher. Ja, sind noch Sendungen in der Datenbank, kann man sich gerne anschauen. Die restlichen sind die üblichen, selbstverständlich auch AZK. Wir warten gespannt auf die 11. AZK. Ich habe einen Vortrag schon sehen dürfen, das ist wie heißt das in der Schweiz? Von der Pilak, genau. Recht interessant gewesen und wir hoffen, dass die nächsten natürlich jetzt auch noch kommen werden. Ja, die werden natürlich auch gelistet. Weitere Sender gibt es dann, was weiß ich, Asina hat sehr gute Dokumentationen zum Beispiel. Ja. Die anderen kennt man eh schon alle, Klagemauer und so weiter, Kopfverlag, Kristallmensch hat da ein bisschen Lebensform Wohlstand, die ist sehr gut. Das heißt, die haben eine Serie von, muss jetzt liegen, weiß ich nicht genau, 30 Sendungen oder was, wo die gesamten Anastasia-Bücher durchbesprochen werden, finde ich sehr gut, also sehr interessant. Ist sicher bekannt den meisten, was Anastasia ist. Ja. Dann als Sender Maus hat sich in letzter Zeit auch Lebenskraft TV, die produzieren sehr gut, meiner Meinung nach. Wird auch immer besser, immer interessanter, wie auch Mystica und so weiter, Matrixwissen. Also da gibt es Sender, das Halleluja. Da wollte ich noch. Ja, Kulturstudio ist sehr gut vom Michi. Die haben auch sehr interessante Sendungen und sind sehr konstant beim Senden und bei neuen Sendungen. OSPI, das ist zum Beispiel ein Ableger von dem Open Source Banking. Roban, wer ihn kennt, der Günter Deutschinger kennt sicher jeden von euch. Dann Rohe Energie zum Beispiel, das ist ein Sender, der sich vorwiegend mit veganer und vegetarischer Ernährung beschäftigt. Das finde ich ein sehr interessantes Thema. Das heißt, da wird gezeigt, was weiß ich, wie koche ich vegan, wie koche ich vegetarisch, was kann ich, wie setze ich was ein und so weiter. Also das ganze Thema wird da beleuchtet. Steinzeit TV ist auch sehr gut, von Robert Stein. Ist sehr bekannt. Speakers Corner, da ist der Sender von Oliver Janich. Haben wir einen großen Fan von Oliver da hinten sitzen, ein echter Libertärer. Perfekt, so soll es sein. Ist recht lustig, also Speakers Corner ist angelehnt eben an den Speakers Corner in London, wo man da auf diesen Stein da oben sprechen kann. Schaut euch das an, er kann schon ziemlich einhatzen. Der Oliver finde ich sehr gut, also sehr interessante Sichtweisen und auch Diskussionen. Sebald Ruh, das ist der Vacislav Sebald, ist ein bisschen skurril, aber auch interessante Themen. Ist auch, und dann gibt es eigentlich noch was weiß ich, Störsender, ist leider auch wenig geworden. Ja, Wissensmanufaktur ist sehr gut, das ist der Sender vom Andreas Bob zum Beispiel. Ja. Wake News und so weiter und so weiter. Wie gesagt, diese Sender, da gibt es noch mehrere. Ich habe zwei, drei Sender neue dazugetan, irgendwo zwei, drei Tagen. Die Senderanzahl wächst dauernd, ja, muss ich dazu sagen. vielleicht noch kurz ein Wort zum Futter unten. Es gibt da auch einen Shop, also wenn man auf shop.upendo.tv geht, kann man zum Beispiel solche Leiberlern oder Schildkappen oder Mauspads oder Pikalan oder Teller und Zutz und was weiß ich was weiß von Upendo kaufen. DVD? Ja, nein, DVD nicht noch. Ja, also wenn ihr
ein bisschen das unterstützen wollt, bitte gerne. Es gibt auch einen Spenden-Button, ja, auf das werde ich nachher noch eingehen, weil ich muss das ja auch alles zahlen, ja, natürlich. Also die ganzen Hosting, die ganzen Server, auch die Programmierung und so weiter. Stichwort Programmierung. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken beim Marc Heiland. Das ist ein Deutscher, den ich getroffen habe im Internet. Der hat sich gemeldet aufgrund meiner Anfragen, weil ich eben Programmierer gesucht habe, die mir helfen, diese Plattform zu realisieren. Und der Marc ist in der Zwischenzeit ein sehr, sehr guter Freund geworden. Wir haben oft Skype-Konferenzen, wo wir halt stundenlang diskutieren über das Ganze. Er ist meines Erachtens einer der besten Programmierer, die ich kenne. Also das ist echt unglaublich, was er schon aufgeführt hat. Das meiste oder eigentlich alles, was man sieht, ist von Marc programmiert. Also er hat quasi das Coding über. Es ist jetzt ein bisschen eine Pause, er muss irgendeine Arbeit schreiben, ja, deswegen geht es da ein bisschen weniger weiter. Aber ich werde nachher noch drauf kommen, wie die Roadmap ausschaut, was Upendo eigentlich noch werden wird. Weiters möchte ich mich bedanken bei unserem Hoster, das ist die Firma NeoID und EK Systems, die ist da in Klagenfurt, das sind nur ein paar hundert Meter weiter von da, das ist in der Mozartstraße. Das ist auch ein Freund von mir, der Ingenieurzeichner Heinz. Wir haben quasi zusammen im Sandkasten gespült, im weitesten Sinn. Ja, und ich habe auch bei ihm schon gearbeitet. Er übernimmt eben das Hosting für das Ganze. Danke an dieser Stelle. Und auch noch danke an allen anderen, die mir geholfen haben am Weg bis hierhin. Es ist ja, da ist relativ viel zum Tun, auch das Ganze rund um Atom. Ja, also da fällt mir da ein, die Ilona zum Beispiel. Danke vielmals für die Unterstützung bei den Texten und auch bei anderen Sachen. Oder die Karin, ja, oder auch der René hat mir geholfen und auch noch viele andere. Da gibt es viele, 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 die mir da geholfen haben, das zu realisieren. Denn alles kann man nicht alleine machen. Ja, und zum Beispiel die Banner, die ihr da seht, links und rechts, die sind vom Markus Max Dragaschnik designt worden. Er hat MarkusCreative.com, der hat eine eigene Kreativwerkstatt, das ist ein Villacher, ist auch ein Freund von mir und so entsteht das halt, ja, von allen. Vielleicht kennt ihr auch, wenn ihr auf Facebook geht, auf Facebook Upendo liken und so weiter, dass das eben auch Verbreitung findet auch. Was jetzt kommen wird oder wieder kommen wird, das war die ersten zwei, drei Tage schon online geschalten, das haben wir aber wieder herausgenommen. Das ist eine sogenannte Personalisierung, das heißt, ich kann Upendo für mich personalisieren. Das heißt, ich kann mich registrieren, kriege ein Konto, das ist alles gebührenfrei nach der Weile. Und diesen Konto habe ich alle Sender zur Auswahl. Und man sieht da schon, ich kann sagen, zum Beispiel Wüstika TV möchte ich schauen, ja? Ostbibel will ich nicht schauen, Roman will ich auch nicht schauen, Spirit TV nicht. Time to Double schauen. Das heißt, ich kann selber sagen, wenn ich zum Beispiel gewisse Sender nicht haben möchte oder nicht schauen möchte, gehe ich einfach in meinen personalisierten Bereich hinein. Das heißt, ich registriere mich da einfach mit meiner E-Mail-Adresse und Passwort, ja, und kann dann eben sagen, welche Sender will ich haben und welche Sender will ich nicht haben. Ja, es gibt manche, die sind relativ penetrant, wenn ich das so nennen darf. Das ist zum Beispiel Russia Today. Also die haben pro Tag manchmal 10, 15 neue Sendungen. Ja, also das überschwemmt das dann schon mehr oder weniger. Ja. Aber wie gesagt, es kann sein, dass wir eventuell eine Funktion einbauen werden, dass die Russia Today-Sendungen, dass er nur mehr noch den fehlenden Part listet und nicht mehr die ganzen Einzeldinger. Ja, weil der fehlende Part ist quasi die ganzen Einzelsendungen zusammengefasst. Weiß ich noch nicht, werden wir schauen. Ja, aber wie gesagt, aus solchen Sachen entsteht das. Oder es gibt andere, die sagen, was weiß ich, der und der interessiert mich überhaupt nicht, den klicke ich dann halt weg und dann habe ich den halt nicht. Ja, das heißt, das kann ich individualisiert, personalisiert, jeder für sich selbst seine Sender auswählen. Da noch ein kurzer Blick in den Background. Es gibt natürlich einen Background auch, also einen Backoffice-Bereich. Das ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht, das ist nur für uns zu schauen. Das heißt, da machen wir Auswertungen, wie viele Sendungen, welche Sender veröffentlichen, ja, wie viele User sind da online, wie viele Sendungen haben sie gemacht, wie viele sind gerade derzeit online. Und man sieht, im letzten Monat ist relativ konstant die Userzahl. Ja, also ich bin eh froh und stolz, dass das so ist und dass das nicht wieder abreißt und weggeht. Aber es sind noch viel zu wenig, also wir müssen da natürlich noch viel mehr werden. Wenn man da die Statistik betrachtet, also da sind die Sendungen der letzten 5 Jahre, das heißt, wir haben die Datenbank indiziert quasi zurück
alle Sendungen, die es gibt von irgendeinem Sender. Und wir haben da einfach eine Statistik gemacht, wo wir von den letzten 5 Jahren ausgewertet haben, der Anstieg der Sendungen. Und da sieht man wunderbar, es wird immer mehr veröffentlicht. Schaut euch das an. 2015, 14, 13, 12, 11. Da sieht man schön, es geht los. Also die alternative Medienlandschaft wächst. Das ist eindeutig, meiner Meinung nach. Ja? Auch mit der Anzahl der veröffentlichten Sendungen und so weiter. Ja? Das heißt, die produzieren immer mehr, immer heftiger, immer extremer. Da geht es richtig los. Das ist schön langsam wird das auch Konkurrenz. Gott sei Dank, ja? Zum sogenannten Mainstream. Das sieht man da wunderbar. Ein weiteres Ding, es gibt zum Beispiel einen Streaming-Bereich. Das heißt, wenn ich da oben auf Programm gehe, habe ich da Streaming. Und damit ist gemeint das Livestreaming, ja? Webbroadcast. Und das sind die Sender, die wir da derzeit drinnen haben, Exopolitik und so weiter, Kulturstudio, Mongo, Nuviso, Terracava, Wahrheitsbewegung und. Das heißt, wenn ich da aufgehe, habe ich 24 Stunden Programm. Wenn ich den nicht Video on Demand möchte oder nicht auswählen will, welche Sendung ich schaue, sondern wenn ich mir einfach berieseln lassen will, so wie das normale Fernsehen, gehe ich einfach in den Streaming-Bereich, suche mir einen Sender aus, ja? Und schau das dann an. Das ist so aufgebaut, dass man hier auch mitdiskutieren kann. Das heißt, die Zuschauer haben daneben einen Chat, wo sie quasi mitschreiben können, was da gerade gesendet und was da gerade gezeigt wird. Das ist natürlich bei jedem Sender der Fall. Das wird auch laufend erweitert. Es kommen da auch laufend neue Sender dazu. Schauen wir mal, wie das wird. Man hat jetzt gesehen, eine Oberfläche, eine ganz normale Webseite. Es ist jetzt bereits in Vorbereitung und es gibt schon die ersten Gespräche und so weiter, wie wir das weitermachen. Ja, ich habe hunderte Ideen, was wir da machen und wie wir das machen. Und jetzt ist Folgendes angedacht. Das heißt, es wird in der nächsten, ich sage einmal, halben Jahr wahrscheinlich ja, eine sogenannte API veröffentlicht werden. Also die EDVler unter uns wissen, was das ist. Eine API ist ein Application Binary Interface. Das ist nichts anderes wie eine definierte Schnittstelle nach außen. Das heißt, in dieser definierten Schnittstelle wird automatisiert quasi das, was Ubendo macht, nämlich crawlen die ganzen Daten von den ganzen Sender nach außen gegeben. Und jetzt ist der nächste Schritt in der Roadmap, dass wir natürlich diesen Content auf alle, und ich sage bewusst, alle Devices bringen, die es gibt. Ja? Und da geht es natürlich los, das heißt, es ist geplant, Apps für die ganzen Smart TVs zu machen. Samsung, LG, Sony, Philips und so weiter und so weiter. Bitte da, ganz wichtig, Entwickler gesucht. Bitte helft mir, ich kann nicht alles allein machen. Ja? Wenn ihr wen kennt oder wenn ihr wen wisst, bitte redet die Leute an. Ja? Es geht darum, dass man bei einem Smart TV, ein Teil von euch wird das wahrscheinlich schon haben, auch so ein Icon leider oben zusammenbringen. Und dieses Icon ist dann der grüne Fuß, Ubendo, und wenn ich aufklicke, habe ich automatisch den gesamten Inhalt des alternativen Fernsehens auf jedem Smart TV. Wow! Das heißt, man ist relativ schnell in alle Wohnzimmer vertreten. Das ist ein Riesenthema, das muss man sich vorstellen. Ja? Das heißt, da geht es um die Breitenwirkung des Ganzen. Weiters ist geplant, Apps für die ganzen TV-Streaming-Kasteln. Ja, da gibt es massenweise Apple TV, Nexus Fire TV, Roku, Google Chromecast und. Also da gibt es massenweise so die kleinen Boxerl an, die man einfach ansteckt beim Fernseher. Das kann man auch bei alten Analogfernseher anstecken. Ja? Und damit ist der dann quasi Smart TV-tauglich. Und ich kann natürlich dann einfach auf jeden Fernseher natürlich auch Ubendo schauen. Ja? Jetzt wird es noch heftiger. Das heißt, wir wollen Apps auch für die ganzen Game-Konsolen machen. PlayStation, Xbox, Nintendo Wii. Jetzt wird es richtig heiß. Dann sind wir in alle Kinderzimmer drinnen. Ja? Das heißt, man merkt schon, wohin die Reise geht. Ja? Das Ganze ist quasi angedacht, dass wenn wir Apps zusammenbringen, und ich hoffe, dass das stattfinden wird, und mit der API wird das dann viel leichter möglich sein, ja? Dass wir quasi auf jedem Device auf der ganzen Welt präsent sein können, vom Kinderzimmer bis zum Seniorenheim, bitte nicht falsch verstehen, bis auf, ist völlig wurscht, was. Ja? Und damit hat man
quasi automatisiert. Die App wird ja so gestaltet sein, dass ich einfach nur auf den Fuß klicke. Ja? So wie wir das da haben. Und dann gibt es halt da ein Icon, da ist halt dann der kleine Fuß. Ja? Und wenn ich aufklicke, geht das auf. Und ich habe die ganze Oberfläche mit allem drum und dran, die ganzen Sendungen automatisiert, alles da, brauche ich nochmal anklicken schauen. Das heißt, mit dieser Verbreitung müsste es möglich sein, eine extreme Breitenwirkung von alternativen Content auch in den Mainstream-Medien zu erreichen. Weil die Mainstream-Medien wachsen ja immer mehr mit dem Internet zusammen. Was ist denn ein Smart TV? Das ist ja nichts anderes, wie dass ich da hinten einfach im Internet hänge, ja, und dann halt die ganzen anderen Geschichten, was es da gibt, was weiß ich, Netflix oder was weiß ich, was es da alles gibt, ja, zu abonnieren kann und dann halt die Fernsehsendungen schauen. Man sieht ja da auch, ich schaue ja da auch YouTube zum Beispiel, ja, auf dem Smart TV. Oder Skypen, da, Netflix, Hulu und wie sie alle heißen. Und ein weiteres Icon sollte halt der kleine Fuß sein von Ubuntu. Und damit geht es natürlich zur Sache. Ja. Ich bin gespannt schon, was für Wind da wehen wird, weil allen wird das natürlich nicht gefallen, ja, wenn man diesen Inhalt auch auf quasi den Mainstream-Plattformen bekommen. Da rede ich auch davon, dass man zum Beispiel natürlich im Google Play Store eine App drinnen hat oder in Apple App Store und so weiter. Da gibt es ja Stores bis zum Gärtnermer. Ja. Und überall sind die drin. Das heißt, das Endziel ist es, für absolut jedes Device eine App zu haben und diese App schaut quasi immer zurück auf die Ubuntu-Plattform und dann geht's los. Und wenn ich ein Tablet habe, klicke ich an, klack, und Ubuntu ist da. Ja. Wenn ich ein Phone habe, mache ich das Gleiche. Völlig wurscht was. Sobald ich einen Internetzugang habe, kann ich Ubuntu schauen. Ja. Da habe ich noch kurz, das ist nur zu zeigen, es gibt da diverse Anschlussmöglichkeiten, auch bei alten Fernseher. Das war früher einmal noch ein Thema. Also wie hänge ich denn zum Beispiel einen analogen Fernseher dort rein? Ja? Und da gibt es eben diese Kasteln da, das kostet fast nichts, ja? Also ein paar Euro. Und damit habe ich automatisch den analogen Fernseher schon im Internet und auch mit Ubuntu TV. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht überzogen, ich weiß es nicht, man muss ehrlich sagen, ich war jetzt ein bisschen im Speed. Aber okay, abschließend noch ein Bild, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ja. Es sagt eigentlich alles. Ja. Ja. Viel mehr kann man nicht mehr dazu sagen. Ich möchte mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch im Vortrag und man hat ein bisschen verstanden, was ich da vorhabe oder was ich da eigentlich machen möchte und realisieren möchte. Und vielleicht schaut auf die Seiten, schaut auf den Shop vielleicht auch einmal. Und bei der Seite eben, da gibt es auch einen Spenden-Button. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein bisschen was spenden würdet. Das alles hilft natürlich, das zu finanzieren. Ja, in den meisten Fällen, es gibt zwar manchmal Menschen, die einem so helfen, ja, aber in der Regel, ich sage einmal, eine Professionistenstunde vom Programmierer, die kostet nicht Geld. Ja, kann auch nichts machen. Ich muss die auch zahlen. Also ich habe die derweil mit meiner Arbeitslosen finanziert. Bitte, das ist kein Scherz, was ich jetzt sage. Ja? Also das heißt, ich habe einen Großteil von meinem Arbeitslosengeld da reingesteckt in das Projekt. Ja? Aber okay. Wenn ihr Fragen habt und so weiter, wie alles kein Problem, einfach an office@ubuntu, ja, oder mich anrufen oder kontaktieren oder was auch immer. Auch wenn ihr Ideen habt oder irgendwas anderes. Das Ganze soll leben, das soll ein Projekt sein, das lebendig ist. Ja, das heißt, jeder kann da sich einbringen auch und seine Vorschläge machen. Das passiert auch schon, also ich habe auch, seitdem wir online sind, schon einige Anfragen auch bekommen. Auch Menschen haben schon geschrieben, du, was solltest du davon? Warum den Sender kannst du vielleicht auch noch dazu tun oder das und so weiter und solche Sachen. Das finde ich wichtig, ja, dass das einfach lebt, dass die Community lebt und dass das Ganze wächst. Und ich hoffe, dass ihr auch dazu helft und beitragt. Das heißt, wenn ihr in die Welt hinausgeht, dass ihr einfach den Menschen erzählt, es gibt jetzt da was. Das ist eben Ubuntu TV, ja, zum Beispiel. Und das ist eine Plattform, mit der alternatives Fernsehen quasi gebündelt möglich wird. Es ist im Prinzip ähnlich oder gleich wie Sky Television, nur dass es halt free ist, also nicht vergebührt. Ja. Und die haben auch Sender von verschiedenen Genres. Und bei Ubuntu TV ist es das Gleiche. Es wird sich früher oder später wahrscheinlich in diese Richtung herauskristallisieren, dass gewisse Sender gewisse Themen machen werden. Und dann schaut man einfach die Themen, die einen interessieren, und wird immer bewusster, wenn ich das so nennen darf. Ja. Gut,
Danke für die Aufmerksamkeit und wenn es Fragen gibt, bitte gerne. Danke sehr.